Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Valen greift den Planeten Voss an und wir als Allianz müssen hier natürlich versuchen zu helfen und zu verteidigen, denn der Planet steht unter unserem Schutz. Wir müssen uns jetzt hier über die Brücke kämpfen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Commander. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Torian bleibt hier mit seinen Mandalorianern und verteidigt die Brücke. Lana kommt mit uns. Können wir eigentlich immer auf Schaden umstellen. Dann geht das Ganze Warte, vielleicht Commander, noch ein bisschen schneller. Berichten zufolge stellt sich euch ein Kampfdroide in den Weg. Ein ziemlich großer sogar. Wir kümmern uns darum. Wie läuft es bei euch? Schwer zu sagen. Je schneller wir Voska sichern, desto besser. Da ist der riesige Droide. Gebt ihm keinen Freiraum. Den müssen wir ausschalten. Ui. Verbündete sitzen auf dem nördlichen Plateau in der Falle. Sie könnten eure Hilfe gebrauchen. Wir sind unterwegs. Bleibt auf Position und haltet mich auf dem Laufenden. Verstanden, Commander. Sprungtruppen. Die kennen wir noch gar nicht. Damit haben wir Lana auch geheilt. Okay, da kommen wir wohl nicht mehr rüber. Es ist weg. Teron, Planänderung. Sie haben das nördliche Plateau zerstört. Bitte was? Wir kommen, um eure Position zu verstärken. Findet einen anderen Weg, wie wir euch erreichen können. Geht zu diesen Koordinaten. Voss-Kommandos haben davon gesprochen, dort eine Abkürzung zu sichern. Ja, wir nehmen die Bonusmission natürlich mit und versuchen hier die Truppen in der Fremdlingsenklave zu unterstützen. Zwei haben wir schon. Hier ist der dritte Trupp. Ist der letzte Trupp, damit hätten wir dann die Bonusmission auch schon mal abgeschlossen.
Da haben wir gut geholfen, denke ich. Wunderbar. Jetzt können wir auch uns ein bisschen schneller bewegen. Da sollen wir hin. Da wartet ein Boss-Kommando auf uns. Ui. Okay, der wartet doch nicht mehr. Finde einen Weg zum östlichen Voskar. Okay, wo hatten wir den Jetpack auf einmal her? Ich weiß es nicht. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Haltet eure Stellung, Theron. Wir sind unterwegs. Ich werde mein Bestes geben. Sie werden bereuen, sich mit uns angelegt zu haben. Hier wollen wir hoch. Commander, Valens Truppen feuern in der Nähe eurer Position auf Zivilisten. Es ist immer noch Zeit, sie zu retten. Seid ihr wahnsinnig? Wir können nicht alle retten. Es ist eure Entscheidung, Commander. Ich schicke die Koordinaten. Natürlich retten wir sie. Wir retten die Voss-Gruppen im Justizviertel. Müssen wir hier natürlich auch die Gegner erstmal wieder ausschalten. Hier fehlen noch die beiden von der Gruppe. Damit hätten wir schon mal drei Gruppen gesichert. Oh, die sind in der Unterzahl. Haben wir aber gut gelöst. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir alle retten hier. Zack. Hier haben wir nochmal einen kleinen Trupp. Und da hinten haben wir die letzten. Der Schritt der Harmonie. Okay, wir haben alle gerettet. Wunderbar. Dann können wir zum Turm der Prophezeiung weiter vorrücken und versuchen hier Voss weiterhin zu verteidigen. Auch schon wieder einiges zum Verkauf hier. Kurz die Kisten öffnen. Zu gucken, ob da was für uns dabei ist. Nö, ist alles schlechter. Also Theron müsste schon hier sein, beim Turm der Prophezeiung. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sprich mit Theron Shan. Okay.
Ich glaube, hier sollte irgendwie eine Zwischensequenz kommen. In den Turm, sofort! Was brennt? Eure Freunde leiden. Nach so langer Zeit bricht der unsterbliche Imperator sein Schweigen. Ein derartiges Chaos verlangt nach meiner Aufmerksamkeit. In meiner Abwesenheit habt ihr euer Training abgeschlossen und meinen Sohn entthront. Ihr habt aber zugelassen, dass meine Tochter die Macht an sich gerissen hat. Erlebt jetzt die vernichtende Macht des ewigen Throns. Das ist euer Werk, Valkorion. Der Thron ist euer blutiges Vermächtnis. Unter meiner Herrschaft war der Thron ein Instrument des Friedens. Meine Tochter verfolgt barbarischere Ziele. Wenn Velin auf dem Thron bleibt, ist Voss nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gemetzel, das noch folgen wird. Helft mir, sie zu besiegen. Velin muss aufgehalten werden. Verratet mir ihren Schwachpunkt, dann stürzen wir sie gemeinsam vom Thron. Wenn die Zeit reif ist, werde ich an eurer Seite gegen Velin kämpfen. Bis dahin solltet ihr euch vor ihrem Zorn hüten. Guter Schuss, Theron. Ich bin eben ein Volltreffer. Dann sorgt nächstes Mal dafür, dass der Schuss auch tödlich ist. Angeberin. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Voss sind im Turm der Prophezeiung sicher, aber wir können nicht mehr lange standhalten. Beschützt die Voss um jeden Preis. Es bringt nichts, den Planeten zu retten, wenn wir die Bewohner nicht beschützen können. Ich bin froh, dass ihr das so seht. Ich unterbreche euch nur ungern, aber wir haben Gesellschaft. Okay. Wir müssen uns den Angriffen erwehren. Wir sind hier gut gesichert unter dem Barrikaden. Noch mehr Truppen. Das ist der letzte Kampf. Jetzt sollen wir es geschafft haben. Ein Captain ist da noch. Ja.
Okay, Lana ist down. Theron ist noch an unserer Seite. Braucht unbedingt Heilung. Oder zumindest Schild. Holen Lana wieder. Das war knapp. Das war wirklich knapp, ja. Du sagst es. So, wir können ja meditieren. Das kommt auch Lana zugute. Die Horizontwache. Valens Vollstreckertrupp. Hört sich ja nach einer lustigen Truppe an. Bringen wir euch zu unserem Kommandoposten, bevor noch mehr auftauchen. Ja, das haben wir gut verteidigt. Die Bürger von Vos gerettet. Aber ich glaube, das Ganze ist hier noch nicht ganz vorbei. Ich grüße euch, Commander. Die Vos fürchteten eure Niederlage. Ich wusste es besser. Ich hatte eine Vision eurer Ankunft. Die Vos sind jetzt sicher. Sagt euren Leuten, sie sollen im Turm bleiben. Dann sind sie vor Valens Angriff sicher. Die Mystiker werden bleiben. Die Kommandosoldaten helfen der Allianz im Kampf. Da ist ein eingehender Notruf. Einen Moment. Senja. Hallo, Fremdling. Schön, euch zu sehen. Ich bin froh, dass ihr euch in Sicherheit bringen konntet. Aber ihr hättet früher zu mir kommen sollen. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Arkan ist bei mir. Auf Vos. Natürlich. Valen greift den Planeten nur an, um das Versteck ihrer Familie auszuräuchern. Und jetzt lässt sie mir keine Wahl mehr. Ich brauche eure Hilfe, Fremdling. Arkan braucht eure Hilfe. Oh, ihr bittet mich um viel. Wenn ich Hilfe bräuchte, würde euer Sohn keinen Moment zögern, mich sofort umzubringen. Ja, so war es einmal. Aber er kann sich ändern. Ich brachte ihn hierher, um seinen geschundenen Körper zu heilen und ihn von seinem Hass zu reinigen. Dann fand Valen uns. Wir haben nicht viel Zeit. Helft mir, die Armee meiner Tochter aufzuhalten. Sobald Arkan geheilt ist, wird er sich eurem Kampf anschließen. Das weiß ich. Arkan retten? Das habe ich nicht kommen sehen. Nee. Keiner so wirklich. Arkan könnte aber ein Verbündeter sein. Wenn sie recht hat, könnte er uns helfen, das Blatt in diesem Krieg zu wenden. Oder er versetzt uns den tödlichen Stoß. Aber ganz gleich, was passiert, wir sind bereit. Senjas Anruf kam aus dem Schrein der Heilung. Die Vos und die Gormax kommen dort zusammen, um unsere Heimat zu verteidigen. Sie werden euch im Kampf helfen. Meine Fähre kann uns ziemlich nah ranbringen, aber den letzten Vorstoß müssen wir am Boden machen. Lana, stellt ein Team aus Mandalorianern zusammen und rückt zum Schrein vor. Theron und ich leiten den Vorstoß zu Arkan und Senja. Valen darf sie nicht zuerst erreichen. Interessant, dass Arkan hier auf dem Planeten ist. Sie verbrennen den Planeten ohne mich. Die Allianz sucht eine Konfrontation, Kaiserin. Es ist nur weise, ihnen das zu verwehren. Mutter ist das Einzige, was zählt. Ihre Hoffnungen zu zerschmettern. Zu sehen, wie sie um Gnade winselt.
Vielleicht veranstalte ich eine Feier und tanze zu ihren Schreien. Sie ist nicht ihr einziges Hindernis. Mandalorianer haben der Allianz geholfen, unseren Angriff auf Voska abzuwehren. Ihr Sieg kann nur bedeuten, dass es eine neue Macht auf dem Schlachtfeld gibt. Der Fremdling. Die Hülle, in der sich der Geist ihres Vaters befindet. Meine ganze Familie ist auf Vos. Wir werden so viel Spaß haben. Und wir müssen zum Schrein der Heilung. Okay, wir sind da. Ich habe da ein kleines Spielzeug für euch. Ist das ein Kampfläufer? Er heißt Sturmreiter. Steigt schon ein und dreht eine Runde. Gute Arbeit, Taurian. Zeigt ihnen, was Schmerz ist, Commander. Okay, wir dürfen mit dem Kampfläufer rumlaufen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.